Jetzt schauen wir uns mal das Exterieur des neuen IONIQ 5 an. Das sieht ja schon wahnsinnig toll aus, diese Front, ein Wahnsinn. Wird ja auch das Raumschiff genannt, richtig? Ja, so wird er in den Medien genannt, unser IONIQ 5. Jetzt verstehe ich schon, das ist so, was ist das da, die LED? Nein, hinter dieser Blende verbergen sich viele Sensoren, die für die Fahrsicherheit verantwortlich sind. Ah, das ist alles Fahrsicherheit, okay. Und da unten, das ist glaube ich auch neu oder anders, ja, das kenne ich so auch nicht. Das sind spezielle Lüftungsklappen, die das Fahrzeug nach Bedarf öffnen kann, damit frische Luft über den Kühlerstreifen kann, sind aber aus aerodynamischen Gründen standardmäßig geschlossen. Mhm, ja, mega. Und das sind auch alles Sensoren? Alle Sensoren für die Einparkhilfe bzw. für die Fahrsicherheit, ja. Da, das schaut auch aus, als würde da was funktionieren. Nein, diese Klappe greifen wir nicht an. Dahinter verbirgt sich das, was wir hoffentlich nie brauchen werden, die Abschleppöse. Ah, alles klar. Nein, die brauchen wir jetzt nicht. Schauen wir mal weiter. Tolles Design jedenfalls, auch auf die Kanten ganz anders. Ja, und die Reifen, Entschuldigung, aber das ist jetzt mal ein Highlight des Autos. Das ist schon ziemlich Bombe. Genau, der IONIQ 5 wird mit zwei Reifen ausgeliefert. Einerseits die 20 Zoll Reifen, die wir hier sehen. Besonders groß, besonders wuchtig, aber trotzdem von der Form her aerodynamisch gestylt. Und alternativ gibt es noch die 19 Zoll Reifen, die ebenfalls sehr schön auf den Fahrzeug zur Geltung kommen. Aber ich glaube, ein bisschen geiler sind schon die großen, oder? Natürlich, ja. Türgriffe hat er quasi nicht wirklich. Ja, die Türgriffe, die jetzt momentan heraus sind, verschließen sich, wenn wir fahren. Und dadurch ist ebenfalls eine bessere Aerodynamik möglich. Also alles sehr aerodynamisch. Ja. Was man hier auch sehr schön sieht, Jacqueline, ist dieser riesen Radstand. Das Fahrzeug hat einen Radstand von 3 Meter. Mhm. Das ist wirklich besonders groß und dadurch hast du ein besonderes Raumgefühl im Inneren des Fahrzeugs. Ja, da bin ich dann schon gespannt, wenn wir reinschauen. Jetzt möchte ich gerne noch nach hinten gehen. Da geht's weiter mit unserem Raumschiff. Ja, alles LED. Das ist jetzt aber LED, genau. Das alles habe ich vorhin LED, verwechselt. Genau. Ja. Schaut ganz besonders toll in der Nacht aus. Ja, wir haben hier die Einparksensoren bzw. auf der Seite den Sensor, der ebenfalls für die Fahrsicherheit notwendig ist, toter Winkelassistent. Das Fahrzeug kann eine Anhängerkupplung montiert bekommen, welche dann automatisch ausklappt, das heißt, man sieht sie nicht. Wir haben hier 360-Grad-Kameras rund ums Fahrzeug verbaut. Und was ganz besonders bei diesem Fahrzeug ist, der speziell designte Heckspoiler, der die Luft über die Heckscheibe darüber streifen lässt, sodass sich Wassertropfen, wenn es zum Beispiel regnet, automatisch durch den Fahrtwind von der Scheibe sozusagen herunterblasen lassen. Da braucht man dann keine Scheibenwischer, wie es ausschaut. Braucht man keinen Scheibenwischer, richtig. Wahnsinn, ja? Super spacig. Und jetzt habe ich es auf der Seite auch noch gesehen, der ist quasi so ein Extrasensor. Also es ist wirklich rundherum, sieht man alles. Genau, dieser Sensor ist ganz besonders wichtig. Wir haben hier ein Sicherheitsfeature. Wenn du zum Beispiel nach rückwärts aus einer Parklücke herausfährst, erkennt dieser Sensor Fußgänger, Radfahrer, herannähende Fahrzeuge und das Fahrzeug bleibt sofort stehen und warnt dich, Achtung, hier ist ein Querverkehr. Das ist super wichtig, weil es schon oft passiert, vor allem Radfahrer und Fußgänger sind oft so knapp am Auto, du siehst sie nicht und das kann so gefährlich sein. Ja, top ausgestattet, also von außen gefällt er mir schon ziemlich gut. Hey, was ist denn das da oben? Ja, Jacqueline, das sind Solarzellen. Nein! Ja. Dieses Solardach ist optional erhältlich und mit diesen Solarzellen ladet sich das Fahrzeug, wenn die Sonne scheint, von selber wieder auf. Nein, das gibt's nicht. Also mit der Energie kann ich dann auch tatsächlich Auto fahren. Genau, also sogar während der Fahrt oder wenn du parkst, wird diese Energie dazu verwendet, um den Akku wieder aufzuladen. Das habe ich noch nie gesehen, das ist eine mega Idee. Genau, das bringt dir einfach zusätzliche Reichweite. Meine Lieben, also ich bin schon mal schwer begeistert, wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt und den IONIQ 5 erleben wollt. Das geht ganz einfach, schaut einfach auf Hyundai.at und macht euch eine gratis unverbindliche Probefahrt aus. Ich kann es jedem nur empfehlen, wirklich. Wenn euch das Video gefallen hat, ich freue mich über ein Like und wenn ihr up to date bleiben wollt, abonniert den Kanal.